Hallihallöchen, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Shakes and Fidget. Ja, wir kommen schon wieder aus dem Dschungel. Die Sonne strahlt uns entgegen, wie schon in einer vergangenen Folge. Und wir müssen gegen einen Aasgeier kämpfen, der ziemlich schlecht geskillt ist. Das ist eigentlich gar kein Problem für uns. Ja, das war's auch schon. Der Kampf ist zu Ende. Skillen werde ich jetzt nicht. Wir versuchen die Terror-Tarantel. Wir haben ja schon den Feuerelementar gepackt. Das heißt, im Endeffekt müsste der Feuerelementar die Terror-Tarantel ein lockeres Spiel darstellen. Wir gucken uns den Kampf mal an. Ich hoffe auf ein Epic, weil ich habe sehr wenig Epics bekommen für meine Dungeon-Anzahl. Ach, da schaffe ich einen Dungeon, aber ein Epic kriege ich trotzdem nicht. Drei Epics in 18 Dungeons. Das ist schon sehr mickrig, finde ich. Sehr ermüdend. Naja, 32,18% Album habe ich. Können wir einen Arena-Kampf machen? Ja, das machen wir dann auch direkt mal. Gegen einen etwas höheren Magier. Oder nee, kommen wir hier mal auf den Krieger. Davon brauche ich sowieso immer Items. Und er scheint Items zu haben, die ich brauche. Oh, da suche ich mir auch immer die falschen Gegner raus. Ja, locker flockig verloren. Naja. Ich schicke mich erstmal eine. Ach ja, einmal süppeln darf ich noch. Gut, dass die Terror-Tarantel beim Essen mal geklappt hat. Das ist pilzsparend. Ja. Genau. Meine Zuschauerfrage für diese Folge ist: Was ist euer Lieblings-Epic? Ja, was ist mit Lieblings-Epic gemeint? Also, was findet ihr an dem Epic zum Beispiel toll hier? Zum Beispiel, das finde ich sehr ironisch. Grünfingerhandschuhe des Meisterpuppels für Entdeckungsreisen aller Art. Das ist schon mal ziemlich witzig, finde ich. Also gibt noch bessere Sprüche. Zum Beispiel, was haben wir hier für Wutepuppe der Bestechlichkeit. Vielleicht gibt dein Gegner freiwillig auf, wenn du ihm die Puppe anbietest. Ja, das sind solche Sprüche, die hat sich Player Games super ausgedacht. Und ich finde die ziemlich super. Also manche Epics sind nicht so gelungen, aber es gibt manche Epics, die sind so wirklich Hammer. Das Epic ist zwar jetzt nicht so besonders, aber hat dafür einen tollen Spruch, eine tolle Satire enthalten. Deswegen wieder ein super. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr für tolle Epics mögt. Auch wenn es nur um Schaden geht oder um Style, schreibt halt die Begründung noch dazu. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal wohl für diese Abenteuerlust, denn die Dungeons liegen wohl viel zu weit entfernt für mich. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Abenteuerlust und hoffen wir auf erfolgreiche Dungeons. Ciao!